Am 18. Oktober fand in Lengau das Paracycling-Europacup-Finale statt. Ja, für die Gemeinde Lengau ist es natürlich eine Freude und Ehre, dieses Finale heute bei uns durchführen zu dürfen. Denn Barcelona wäre es ursprünglich, in Barcelona war es ursprünglich gewesen, das wurde dort abgesagt. Und es wurde der Verband in Österreich bzw. durch unseren Ratpräsidenten von Salzburg am Bournaville wurde das zu uns in die Gemeinde Lengau hergeholt. Und was sprach für Lengau? Ja, weil wir einfach da in Lengau eine Strecke gefunden haben, die was klasse anbietet, weil wir da einen geschlossenen Kurs fahren können. Und wir da von der Gemeinde und von der Firma da entsprechende Unterstützung schon zugesagt gekriegt haben. 41 Starter in 7 Klassen waren am Start, um den 3,3 Kilometer langen Rundkurs eine Stunde plus eine Runde zu bewältigen. Am Start auch Walter Ablinger aus Rheinbach bei Scherding. Ja, die Strecke ist doch sehr anspruchsvoll. Man glaubt, es ist flach, aber wenn man da 10-mal, 11-mal rundum fährt, dann ist doch die kleinen Anstiege auch sehr, sehr giftig, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz haben wir super Geschwindigkeit wieder zusammengebracht, muss ich sagen. Und ja, das war ganz echt klasse. Ablinger gewinnt in der Klasse H3 und wird in der Europacup-Gesamtwertung Zweiter hinter dem Schweizer Heinz Frey, der hier in Lengau nicht angetreten ist. Es war heute mein 30. Rennen und gleichzeitig mein 10. Sieg. Das heißt, ein Drittel von meinen Rennen habe ich heuer gewonnen und es ist wirklich ein würdiger Abschluss von einer sehr aufregenden Saison. Europacup-Gesamtsieger in der Klasse H2 wird Wolfgang Schattauer aus Wien. Nein, es war ein ziemlich gutes Rennen für mich. Ich war halt schon etwas jetzt in der Übergangsphase, wo ich nicht mehr so viel trainiere. Jetzt habe ich die ganze Woche zum Beispiel nur auf der Rolle trainiert, weil es eben immer regnerisch war und kalt. Aber ich war fit und ja, ich bin alleine gefahren, das Rennen. Leider keine Gegner da. Die Schweizer, Belgier, das ganze Jahr mit mir fahren, die waren heute nicht. Dadurch habe ich in ERC zum 9. Mal in Folge seit 2007 gewonnen. An der Strecke als Zuschauer Thomas Geiersbichler. Ja, ich kenne es natürlich auch von den Paralympics. Ich weiß natürlich, was die Burschen da alle drauf haben und es ist geil zum Schauen und irgendwie macht es mir echt Spaß, irgendwie so an einem Sonntag selber nicht trainieren, ein Rennen zuschauen. Das ist halt natürlich ganz was anderes. Macht Spaß zum Zuschauen und man sieht halt, dass das halt nicht nur Fidschi-Gogol-Sport ist, sondern dass da wirklich zur Sache geht. Die Strecke in Lengau wird nächstes Jahr in die oberösterreichische Paracycling-Tour integriert. Wir haben nächstes Jahr 5 Tage, wo wir unterwegs sein werden. Wir fangen am Mittwoch an in Gmonten mit einem kleinen Prolog-Rennen. Dann am Donnerstag das Rennen in Attlang, also Zeitfahren. Dann am Freitag Ebensee das Bergrennen. Samstag eben da in Lengau und zum Abschluss wie immer Schwanenstadt mit dem Rundkurs und mit dem Finale.